mich aus dem Biss heraus. Musik ist mein Passion, auch wenn ihr es mir nicht glaubt. Schon als kleiner Junge holte sie mich aus dem Mist heraus. Die Leute wollten Stress mit mir, weil ich nichts hatte. Sie haben mich gar nicht respektiert. Ich hielt die Klappe und schrieb das alles auf, was mir auf meiner Seele lag. Und das tat ich jeden Tag, für mich war das Leben hart. Doch ich wurde besser und besser, bis ich mir dachte, morgen zeige ich es euch alle. Mal sehen, was ihr verkraftet, wenn ihr wisst, dass dieser Junge doch etwas im Schädel hat. Stellt euch vor, wenn er berühmt wird, sieht er eure Mädels nackt und fickt sie. So wie auch eure Gedanken bedanken, tue ich mich dann auch, boah, ich bisser ihr Lappen. Wofür? Dass ich in meiner Kindheit für ich nur ein Knecht war. Ihr Wichser wart echt hart, doch bald ist dieser Knecht da. Ich bin G-Dan, bin ein Rapper mit Herz. Sag mir mal, sind die anderen Rapper es eigentlich wert? Ich bin aus dem Frieden weht, ich bleib, ich mich Bestand hab. Du machst mich ehrlich krank, nimm das Glas hoch. G-Dan ist der King, du weißt Bescheid. Ich bin aus dem Frieden weht, ich bleib, ich mich Bestand hab. Du machst mich ehrlich krank, nimm das Glas hoch. Ich höre sehr oft, dass ich eingebildet sei. Doch als guter Rapper muss man einfach eingebildet sein. Wenn du Fußballer bist, sagst du auch, dass du voll schlecht bist. Nein, denn du selber weißt doch, du spielst einfach heftig. Ihr spielt euch alle auf, mir kommt es vor, als wärt ihr alle Chefs und nicht nur so ein kleiner Lauch. Und warum? Ich neide drauf, weil ich provozieren kann. Und wenn mich jemand schlagen will, dass ich sowieso keiner traut. Wenn ihr wisst, dass dieser Junge doch etwas im Schädel hat, stellt euch vor, wenn er berückt wird, sieht er eure Mädels nackt und fickt sie. So wie auch eure Gedanken bedanken, tue ich mich dann auch, boah, ich bisser ihr Lappen. Wofür? Dass ich in meiner Kindheit für ich nur ein Knecht war. Ihr Wichser wart echt hart, doch bald ist dieser Knecht da. Ich bin G-Dan, bin ein Rapper mit Herz. Sag mir mal, sind die anderen Rapper es eigentlich wert?